Hallo aus Kopenhagen. Ich bin hier mit der Jasmin. Die sitzt hier gerade auf dem Bett. Und wir haben schon gefrühstückt. Das Frühstück ist hier richtig, richtig lecker. Das zeige ich euch, glaube ich, dann morgen einfach in einem neuen Vlogtag. Und wir haben uns jetzt fertig gemacht, haben gut geschlafen hier in unserem Hotel. Das habe ich euch auch gerade schon mal gezeigt oder blende ich euch jetzt ein, während ich das erzähle. Und jetzt sind wir total ready und bereit für den Tag und freuen uns schon voll. Heute haben wir so ein paar Sachen vor. Wir wollen ins Designmuseum, zur Meerjungfrau, an den Hafen und zu Christiania. Aber das werdet ihr alles sehen im Vlog. Und ja, ich freue mich schon total. Das Wetter ist auch schön. Eigentlich perfekt, so 20 Grad, ja, nicht zu bewölkt und wir gehen jetzt los. Hier seht ihr nochmal unser Hotel, das Hotel Danmark von außen. Das ist nicht nur von innen, aber auch von außen wunderschön und hat uns wirklich sehr gut gefallen. Und am ersten Tag sind wir als erstes an den Hafen gegangen, den berühmten Nyhavn. Ich weiß, dass man das nicht ganz genauso ausspricht, aber ich kann leider kein Dänisch. Und das ist eigentlich ein typischer Ort, perfekt für Fotos, weil dort diese typischen dänischen bunten Häuser sind, die ihr auf allen Postkarten und allen Reiseführern findet. Und von da aus kann man auch super gut dann zum Amalienborg laufen. Das ist das Schloss des dänischen Königshauses. Dort wohnt zum Beispiel Prinz Frederik mit seiner Frau Mary. Obwohl ich mir gar nicht mehr ganz sicher bin, ob sie noch da wohnen. Aber genau, das ist eben ein sehr royaler Ort, wo wir auch genau zur richtigen Zeit da waren mit ganz vielen anderen Touristen. Denn dort gab es so eine Art Wachablösung und das war sehr spannend zu beobachten. Von Amalienborg aus könnt ihr super weiterlaufen und zwar kommt ihr dann direkt zum Wasser und dort gibt es eine wunderschöne alte Kirche, einen Springbrunnen und es ist alles super schön bepflanzt mit Blumen, also eine tolle Aussicht und da könnt ihr direkt zur berühmten Meerjungfrau laufen. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr bekannte Statue in Kopenhagen. Dann hatten wir natürlich Hunger und haben uns entschieden, weiter am Wasser lang zu laufen und dort gibt es so eine Gegend, da gibt es ganz viele ja innovative Gebäude, Lagerhallen, Büros, aber auch eine ganz große Streetfood-Market-Halle, wo ihr wirklich alles an Essen findet, was ihr euch vorstellen könnt. Es gab dort auch einige vegane Optionen und Jasmin und ich haben uns dann für einen wirklich unfassbar leckeren veganen Salat entschieden. Der war mit Rotkohl, mit Nüssen, mit Orange. Also es war eine ganz, ganz interessante Kombination, die mir wirklich sehr gut geschmeckt hat. Gegen späten Nachmittag sind wir dann zum Designmuseum gelaufen. Da hatte ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich bin ja wirklich ein großer, großer Möbelfan und ich liebe vor allem das skandinavische Design. Und wenn ihr sowas mögt, dann ist es wirklich ein Muss. Ein großer Fokus des Museums liegt auf jeden Fall auf dem dänischen Stuhl. Den könnt ihr euch auch in verschiedensten Formen und durch die Jahrhunderte weg in einzelnen Räumen anschauen und eben dort die Geschichte des Stuhls und des Designs verfolgen. Ein weiterer großer Fokus des Museums ist auf jeden Fall die Modeausstellung und zwar die Werke von Erik Mortensen, dem Chefdesigner von Balmain. Dort kann man vor allem die Kleidung aus den 80er Jahren sich anschauen und es ist wirklich sehr interessant, diese wunderschönen, prachtvollen Kleider sich anzuschauen, die Schnitte, die Stoffe und nebenbei laufen auch immer die ganzen Runway-Shows der einzelnen Kleider. Das heißt, man sieht sie getragen an den Models und eben auch in der Ausstellung und sieht auch, wie sich die Marke im Laufe der Zeit sehr verändert hat. Es sind auf jeden Fall wahnsinnig kunstvolle Kleider und wenn ihr euch für Mode und Design interessiert, kann ich euch das wirklich sehr empfehlen, dieses Museum. So Freunde, wir haben uns jetzt schnell frisch gemacht. Ein spektakulärer, schöner, ereignisreicher Tag liegt hinter uns. Und jetzt fahren wir ein bisschen weiter weg vom Stadtzentrum und gehen was essen. Ich freue mich schon sehr und ihr werdet ja dann sehen, wo wir landen. Abends waren wir dann im Souls essen. Das ist ein plant-based Restaurant, also eben alles vegan und plant-based. Und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Es gibt in Kopenhagen nicht sehr viele rein vegane oder ja, pflanzenbasierte Restaurants. Das heißt, es war schon was Besonderes. Der Besitzer ist ein Australier und war super nett. Wir haben lange mit dem gequatscht und er war sehr aufmerksam und hat uns auch gefragt, wie wir das Essen fanden. Ich fand es wirklich sehr lecker. Wir haben einen Salat gegessen. Dort waren Kapern drin, Nüsse, ja, verschiedenste Sachen, Oliven, so eine Art Kimchi. Also es war super interessant. So, guten Morgen. Der nächste Tag und heute gehen wir in einen botanischen Garten und an den Strand und werden auch noch ein paar andere Sachen machen. Ihr werdet ja wie immer sehen, was wir vorhaben. Ich würde sagen, let's go!
So, guten Morgen zum nächsten Tag. Dort will ich euch jetzt erstmal das wunderbare, unfassbar leckere Frühstück zeigen des Hotels. Dort gab es den besten Kaffee mit Sojamilch oder ich glaube Mandelmilch gab es. Ich habe immer Sojamilch getrunken und die hatten sehr, sehr frisches Brot, frisches Obst, alles lecker und wie gesagt sehr, sehr frisch und auch für mich vegane Sachen. Also ich habe gut essen können, ohne jetzt auf was zu verzichten. Also dieses Frühstück war wirklich toll, für jeden was dabei. Am zweiten Tag sind wir dann los zum Strand. Dort kann man mit der Bahn fahren und man ist relativ schnell da. Also es dauert vielleicht 15 Minuten und ihr seid wirklich am wunderschönen Strand bei Kopenhagen. Es war so schön, mal wieder am Meer zu sein. Das haben Jasmin und ich beide wirklich sehr genossen. Und ja, es waren sehr schöne Stunden, die sehr erholsam wirkten. Dann war Mittag und da hatten wir uns ein Imbiss bzw. ja, Restaurant, kann man vielleicht nicht sagen, es ist wirklich eher ein Imbiss, Blue Taco ausgesucht. Dort gibt es auch viele vegane Tacos, vegetarische, aber auch andere Tacos und ich muss wirklich mit Abstand sagen, dass ich das am besten von allen Sachen fand, wo wir essen waren, weil es war so frisch, es war so lecker. Der nächste Ort, den wir besucht haben, war der Botanische Garten und darauf hatte ich mich schon die ganze Zeit gefreut, weil ich Pflanzen und Gärten über alles liebe. Und dieser Botanische Garten enttäuscht nicht. Er ist von A bis Z wirklich perfekt, so sauber, so schön, gepflegt, tolle Pflanzen und Blumen. Und auch das Tropenhaus ist wirklich mit seinen Wendeltreppen was ganz, ganz Besonderes. Und der ganze Ort verströmt eine so entspannte, schöne, friedliche Atmosphäre. Das war so friedlich, dass ich sogar auf der Wiese eingeschlafen bin, weil es so entspannt und ruhig und schön war. Also ich glaube, das war ja einer der Orte, wenn ich in Kopenhagen wohnen würde, wo ich ständig wäre. Einfach extrem entspannt und schön und man fühlt sich sehr wohl und auch die Pflanzen sind natürlich schön und auch im Tropenhaus gibt es sehr, sehr schöne Pflanzen. Also wenn ihr sowas mögt, dann müsst ihr da auf jeden Fall hin. Danach mussten wir unbedingt was Süßes essen und da hatten wir auf unserer Liste einen Laden, der sich Nice Cream nennt. Und das ist wirklich Next Level Ice Cream, denn es ist super gesund, es ist nur aus Bananen gemacht, es gibt keinen Zucker, es ist nachhaltig, es ist organic, also alles, was man möchte und trotzdem schmeckt es unfassbar gut. Wir haben uns dort für diese Eisbecher, Nice Cream Becher entschieden. Es gibt aber auch Ice Cream Sandwiches und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass da kein Zucker oder ähnliches drin ist, weil es so lecker schmeckt, aber trotzdem so gesund ist. Gegen Abend haben wir dann dem berühmten Tivoli Freizeitpark noch einen Besuch abgestattet. Ich war dort vor Jahren schon mal, aber ich hatte wirklich vergessen, wie schön Tivoli ist. Abgesehen von den ganzen Fahrgeschäften ist es einfach sehr romantisch und schön und sauber und alles so süß und klein und also ich bin gar nicht so ein Fan von Freizeitparks, aber das hat so einen ganz alten, schönen Charme. Als wir da waren, war auch eine kleine Aufführung von einem ganz süßen Ballett mit klassischer Musik. Also man hat sich sehr in alte Zeiten und in die Kindheit zurückversetzt gefühlt und das ist einfach sehr schön gewesen und auch in der Abendstimmung. An Tag 3 waren wir dann mal außerhalb frühstücken, weil wir so ein bisschen probieren wollten, was man eben so frühstücken kann in Kopenhagen. Und da waren wir bei Bowl Market. Und ich muss sagen, das war ein echtes Highlight. Ich hatte einen Porridge und Jasmin auch. Ich hatte einen mit Erdnussbutter, Äpfeln, Blaubeeren, Kakaonips. Und Jasmin hatte was mit Beeren und auch Erdnussbutter und Zitrone. Das war wirklich sehr, sehr lecker, frisch und wir haben es uns sogar einpacken lassen und dann über den Tag verteilt gegessen, weil es so viel war und so sättigend war. Das Personal war wirklich sehr, sehr nett. Wir haben ganz lange noch mit den Mädels gequatscht
Und was man generell sagen muss über Kopenhagen, die Menschen sind sehr offen, sehr freundlich. Es herrscht eine sehr entspannte und beruhigende Atmosphäre und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und das nächste, was wir an dem Tag gemacht haben, ist eine typische touristische Bootsfahrt, so eine Kanaltour. Dort gibt es natürlich einen Guide, da hatten wir auch ein ganz cooles Mädel. Also ihr seht vom Wasser aus eben nochmal die ganzen Attraktionen und wichtige Sachen werden erklärt. Also gerade für Leute, die noch nie in Kopenhagen waren, man bekommt so einen sehr guten Überblick über die Stadt. Und es ist einfach auch schön, die Häuser zu sehen auf dem Wasser. Und ja. An Tag 3 war auch Shopping angesagt. Das hatten wir uns so ein bisschen auf unsere Liste gesetzt, dass wir eben auch einen Shopping-Tag wollen. Da hat Kopenhagen viel zu bieten. Es ist zwar nicht ganz so groß, aber man hat in der Innenstadt alles, was man braucht. Wir waren im Hey House, das war wirklich sehr beeindruckend. Also wenn ihr auf Möbel und Design steht und Hey, dann müsst ihr dahin. Dann waren wir natürlich auch in so gängigen Läden wie Weekday, Monkey. Dort gibt es wirklich alles, ähnlich auch wie bei uns in großen Städten. Aber ein großes Highlight war wirklich das Ilum-Kaufhaus. Das würde ich euch wirklich empfehlen. Unten im Kaufhaus gibt es wirklich eine riesige Beauty-Abteilung mit ganz tollen Marken wie Hourglass, Kerweis, aber ja auch anderen Marken und auch viel Naturkosmetik. Also es ist alles sehr, sehr schick. Das Design muss man hier wieder loben. Aber auch die Modeabteilung ist toll. Dort gibt es Acne Studios oder Baum- und Pferdgarten, aber zum Beispiel auch Gunny. Also es war sehr schön aufgebaut und man hat wirklich eigentlich alles, was man braucht, in einer sehr schicken und tollen Atmosphäre, typisch dänisch eben. Und da waren Jasmin und ich gefühlt 10 Stunden drin in diesem Kaufhaus, weil uns das so gut gefallen hat. Und an diesem Tag waren wir dann abends Burger essen und zwar im Friends and Burgers. Das wurde mir von einer meiner lieben Abonnenten empfohlen und zwar soll es dort den besten veganen Burger geben, Kopenhagens. Wir fanden das gut, ich fand den Burger auch gut, aber ich muss sagen, es ist verglichen mit den Burgern in Berlin auf jeden Fall kein Vergleich. Also das muss ich schon wirklich sagen, nichtsdestotrotz war es lecker. Das war's zu meinen Kopenhagen-Tipps und unserem Trip. Am nächsten Tag sind wir dann nur zum Flughafen und das war's dann mit unserer Reise. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Ich kann euch die Stadt wirklich empfehlen. Eine meiner absoluten Lieblingsstädte in Europa nach London. Wirklich meine Lieblingsstadt mittlerweile. Also ich finde es extrem schön. Es ist entspannt, hat alles, was man braucht und die Menschen sind sehr freundlich. Also ab nach Kopenhagen, würde ich sagen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!